So, wir sitzen hier am Matthäuser Weiher mit Charlie Schröder, Torwartlegende von der Trierer Eintracht. Charlie, es sind mittlerweile über 50 Jahre her, dass du zur Eintracht gekommen bist von Neunkirchen. Was hat dir der Fußball in diesen 50 Jahren alles gegeben? Ja, der Fußball ist einfach der Mannschaftssport, habe ich geliebt. Und mit jungen Leuten zusammen zu trainieren, Spaß haben in der Gemeinschaft. Und mir hat der Fußball so viel gebracht in Trier, dass ich einen Beruf erlernen konnte. Ich habe Maler gelernt und konnte durch die Eintracht, durch den Bürgermeister Kreuzer damals, in der Lebenshilfe aufgenommen werden als Erzieher. Dort machte ich eine heilpädagogische Zusatzausbildung und habe 37 Jahre jetzt mittlerweile gearbeitet und bin jetzt in Rente. Und du bist jetzt 73, wirst im April 74 Jahre alt, aber der Fußball, der fasziniert dich immer noch, du spielst immer noch. Erzähl mal, was machst du noch alles, Charlie? Ich spiele im Moment noch, ich habe bis letztes Jahr habe ich noch in prominenten Mannschaften gespielt. Mit Matthias Herget, mit Horst Eckel, der vor drei Jahren aufgehört hat. Aber der Fußball hält dich jung. Der Fußball ist immer noch mein Leben. Das ist mein Leben, das habe ich immer schon gesagt. Und ich werde dasselbe immer wieder machen. Okay, Charlie, vielen Dank. Dann wünschen wir dir noch viel Spaß beim Fußballspielen und bleib so, wie du bist. Dankeschön und bitte. Tschüss. Dankeschön, tschüss.